Let's go, Wendy's Castle, Castle Nummer 6, hier bei Super Mario World. Ich bin Nico von den Icast und heiße euch herzlich willkommen zurück. Und anscheinend kommen jetzt die Dornen zum Einsatz. Ja, Wendy's Castle dürfte nochmal... Oh mein Gott. Oh, lass mich. Wie konnte ich ihn verpassen? No! Wie habe ich gerade den Pilz verpasst, Alter? WTF. Als ob. Ah! Oh Gott. Was? Alter, das ist lebenskrank. Lebenskrank, ja. Lebensmüde. Na, solange kein Scrolling kommt, finde ich sogar noch relativ mir egal. Aber oh nein, nicht diese Sonnen. Die mag ich auch nicht besonders. Aber gut, muss ich jetzt durch. Na, das Castle unterscheidet sich aber auch schon von den anderen. Sehr krass. Sehr schön, dass ich es auch hinkriege, hier drüber zu kommen, irgendwie. Hä, warum geht das? Das geht doch gar nicht. Ach, so geht das. Wendy, komm her, du Bitch. Ja, das ist Wendy. Dumme Kuh, ey. Yay, she's dead. Perfekt. Danke. Was? Wendy O. Cooper in Castle 6 hat ihren letzten Song gesungen. Mario muss nun, muss nun die Challenge annehmen, die sich vor ihm stellt. Da ist ein versunkenes Schiff, das so aussieht, als wäre es ein Gateway, natürlich, to the Valley of Bowser. Alles klar. Dann lass uns zum versunkenen Schiff. Sunk Ghost Ship. Wollen wir mal zu Bowser. Oh Gott, was ist das denn? Moment. Das Schiff Gateway zu Bowser, dass ich nicht lache. Ah, WTF? Das zählt nicht. Was? Wie unfair ist das denn, bitte? Wie unfair ist das? Alter. Okay, es ist vorbei. Gut. Ah.
Nein! So, hinunter mit dir, Mario. Bowser? So long, gay Bowser. Wow, was ist hier los? Gateway, das ist das Gateway. Wir sind wahrscheinlich gerade auf dem Weg zu Bowser's Castle. Schön, dass wir auch alle Koopa mitnehmen. Aber es geht noch weiter. Aha. Da ist so eine Perle. Oh shit, was passiert? Oh my gosh. Auf zu Bowser. Wir kriegen dich, Bowser. Wir finden dich, Bowser. Wir töten dich, Bowser. Du Arschloch, Bowser. Was mich allerdings ein bisschen fragwürdig macht. Wo zum Henker ist die letzte Star Road? Diese Maulwürfe, die sind so hässlich. Aber beim Ghost Ship müsste die letzte Star Road sein. Die letzte beim Ghost House. Das sehe ich jetzt nicht ein, das muss ich annullieren lassen. Ich gehe erstmal zur Mittelfahne. So. Halbzeit erreicht, alles gut. Ah, oh, ein 3-Up-Mond. Yay! Oh Gott. Chuck. Das Goal? Jawohl. Sehr schöne Scheiße. Na, 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 na. Jetzt spielen wir ein Bonus-Game. Hey. Hey, wenn es jetzt Sterne gewesen wären, hätte ich den Jackpot geknackt. Aber 4 Ups gibt's trotzdem. Da la 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 la. Das heißt, wir können jetzt wieder sterben, Freunde. Das heißt, in der letzten Welt kann ich mich nochmal so richtig schön aufregen. Aha. Valley of Bowser 2. Secret Exit. Ich weiß jetzt schon, was der Secret Exit sein wird. Ist mir sofort aufgefallen, als ich den Level gesehen habe. Kann übrigens sein, dass das hier ein längerer Part wird, weil ich vergessen habe, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Und ich mache jetzt einfach noch, ich glaube jetzt noch über 10 Minuten, damit ich noch aufnehme. Ich werde jetzt hier jedes Loch untersuchen. Denn hier ist irgendwo das Secret Exit, bin ich mir zu 100% sicher.
immer ich es geschafft habe, nicht getroffen zu werden. Ich bin gut. Ja, ja, Nintendo, was war das? Aha. Was ist das, Nintendo? Hier geht nicht, aber ich werde diese Feder brauchen. Da bin ich mir sicher, da sind wir nicht mehr so sicher. So sicher wie Kloßbrühe. Ups, jetzt habe ich wieder gesaved aus Versehen. Das war ein Denkfehler übrigens gerade von mir. Und das war Luck. Schade, hätte funktionieren können. Okay, wir wollen es natürlich relativ schnell machen, deswegen kürze ich hier relativ viel ab. Fliege auf meiner Augenbraue, sehr schön. Ach man! Der Level gefällt mir schon wieder überhaupt nicht, weil es ein Underground-Level ist und die kann ich nicht ausstehen. Hab ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon. Es geht noch weiter. Oh Gott! Hier ist auch nichts. Und hier ist das Ziel. Na schön. Secret Exit beim nächsten Mal. Geht's jetzt erstmal zum Valley Ghost House. Alright. Und da ich eine Feder habe, wird jetzt erstmal wieder schön abgekürzt. Und da ich eine Feder habe, wird jetzt erstmal wieder schön abgekürzt. Hier. Na, du! Nee, ich muss diese Feder behalten, denn ich will wissen, was da hinten ist. Scheiße. Aha. Ich wusste es. Bug? Alles klar, das ist offensichtlich ein Bug. Oh mein Gott, jetzt habe ich die Wahl zwischen links und rechts. Dein Ernst? Na komm. Warum nicht? Schnell! Hallo? Wieder ein P-Switch? Ja, das war so klar. Ihr seid ja lustig. Ja, komm schon. Aha! Aha! Secret Exit gefunden, ihr Bastarde. Ihr Schweine. Lass mich da hoch. Ah, ich kann auf dem Ghost spinnen. Das hilft mir schon mal ungemein. Dann kann ich nämlich mich da hoch spinnen, sozusagen. Von Geist zu Geist.
oder auch nicht. So, ich muss von da oben wahrscheinlich. What the fuck? Wie soll ich denn da durchkommen? Ach, jetzt verstehe ich's. Glaube ich. Hä? Nee, das können die nicht von mir verlangen. Das können die doch nicht von mir verlangen. Na schön, aber für den Moment sind wir wieder hier. Großartig. Was? Nein. Nicht im Ernst. Ich habe ja noch nicht mal den normalen Exit gefunden. Hallo? Ich muss das Ziel finden, Alter. Mach an den Scheiß. Lauf einfach durch. Was? Jetzt bin ich hier? Was soll das? Scheiße. Ich weiß, wo der Exit ist. Es ist eine von den Türen. Hier. Okay, wo bin ich jetzt? Ist das hier ein Raum, der mich nach... Komm, geh durch, geh durch, geh durch. Ich hab nicht genug Zeit. Ich hab nicht genug Zeit. I don't have enough time. Ach man, das ist so unfair. Es scheint allerdings der Anfangsraum zu sein, tatsächlich. Dann nehmen wir mal die Tür. Nein, das ist auch falsch. Nehmen wir die dritte. Die glorreiche 3. Aha. Sehr schön. Hey. Es bleibt weiterhin die Frage, wie ich an den Secret Exit rankomme. Aber auch das klärt sich beim nächsten Mal. Und das machen wir jetzt noch. Weil ich Bock drauf habe. Oh nein. Okay, meine Lust ist gerade vergangen. Das sind ja jetzt hier Kaiso-Elemente. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist tatsächlich jetzt sehr schwer, denn das ist hier tatsächlich jetzt ein Kaiso-Mario-Feature. Sozusagen, ja. Mit diesem Plattform wird in Kaiso-Mario viel gearbeitet. Die gehen nach einer Sekunde, fallen die runter. Oder beziehungsweise nach 4. Es gibt die 1 Sekunde. Ach, die 1 Sekunde. Die 1 Sekunde. Und das konnte ich, da konnte ich jetzt die Tür, mein Bildschirm ist ausgegangen, tut mir leid. Es gibt die 1 Sekunde, die 2 Sekunde, die 3 Sekunde, 4 Sekunde. Mehr habe auch ich noch nicht gesehen. Das hier sind 4 Sekunden. Bei Kaiso ist das Ganze natürlich noch viel schwieriger. Banseipel. Bowser versucht nochmal alles, um mich aufzuhalten, aber da hat er sich... Jetzt kann er sich mal schön abschminken. Denn da ist das Ziel. Oh Bowser, wir kommen immer näher, du Arschgesicht. So, das Ghost House, den Secret Exit, ich kann mir schon denken, wie man den holt. Aber das werden wir dann auch beim nächsten Mal sehen. Bis denne. Ciao, ciao.